Alle Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu der Vorstellung der Shimanto, die ihr vielleicht auch erfahren oder spielen könnt, mit ein bisschen was drauflegen für den Achter meistens, denn wenn ihr dieses Video seht, dann sind die Schiffe höchstwahrscheinlich schon im Vorabzugang zu haben. Und was soll ich sagen, ich bin ein kleiner Fan von leichten Kreuzern, dementsprechend auch ein leichter Fan der neuen Japaner, aber auch wie bei der Yodo zuerst werden wir uns hier nicht mit den Stockwerten aufhalten, sondern mit meinem Kapitän, da ballern wir durch und dann gibt es ein Gefecht, diesmal schön auf Stufe 8 mit anderer Skillung, aber kommen wir zuerst zur Panzerung. Da ist alles leicht. Es gibt kaum Überraschungen, was hier die Panzerung betrifft. Wird man getroffen, dann ist man generell am Arsch. Overmatch, alles über 380 mm und inklusive 380 mm. Also gut aufzupassen. Allerdings ist hier die Zitadelle ein bisschen tiefer, zumindest Heck- und Bug-Variante davon. Also auf und leicht unterhalb der Wasserlinie. Hier in der Mitte, aber auch wie bei der Yodo, eine Erhöhung. Dementsprechend leichter zu treffen. Auch über die gesamte Breite ist die Zitadelle einfach zugänglich. Die Überlebensfähigkeit ist mit 44.500 Japano-typisch, könnte man fast sagen, für Stufe 8. Da gurken wir um die 39.000-40.000. In diesem Bereich hier hebt sich auch nur zur Sau auf über 44.000 dann. Da ist der schwere Kreuzerzweig ein bisschen anders. Und wir haben hier auf der Stufe noch keine Heal-Fertigkeit, nicht so wie bei Stufe 9 und bei Stufe 10. Die Artillerie ist tatsächlich relativ gleich, es ändert sich nur die Nachladezeit, natürlich auch dadurch, dass man nicht die Möglichkeit hat, die Spezial-Nachladezeit im Modul zu nehmen, sondern das ist erst ab Stufe 9 möglich. Also haben wir hier 14 Sekunden auf 17,6 Kilometer einer ausreichend hohen Reichweite. Wir haben 2,5 und 2,850 Höchstschaden Alpha und High. Und da sieht man schon, in welche Kerbe es schlägt. Hier seht ihr aber, dass ich 37 mm Panzerungsdurchschlagskraft habe. Das bedeutet, ich habe ihr fähiges Skill, also nur 6% Brandwahrscheinlichkeit beim Ziel anstelle von 11, wenn man die eine Flagge mit drauf nimmt. Ich glaube, 12 wäre noch möglich. Hier, das ist den Brandmeister skill ich aber generell nicht. Das ist mir zu wenig für die Punkte, die ich dafür ausgebe. Der Torpedowerfer ist hier 4x3, nicht wie beim 10er 4x4. Wir haben die üblichen 23.000, schieß mich dort. Allerdings hier auch wieder mit den plus 15%. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Torpedo getroffen mit den Teilen. Naja, wie gesagt, wahrscheinlich noch falsch gespielt. 15 Kilometer Reichweite und 57 Knoten bleibt gleich bis zum 10er. Hier haben wir Wasserbomben. So wie auch beim Stufe 9er, erst ab Yodo Stufe 10 haben wir die Flugzeuggestützten an die U-Boot-Maßnahmen. Und diese Wasserbomben sind halt Murks. Tut mir leid, wenn ich das sage, aber wenn man drüber fahren muss, um ein U-Boot zu töten, dann ist halt immer scheiße. Wird man auch sehen im Gefecht dann schlussendlich, das ich für euch ausgewählt habe. Die Flugabwehr ist aber hier auch ziemlich geil, 6,9 Kilometer Reichweite. Wie gesagt, auch Stufe 9 und Stufe 10 sind da ausreichend bestückt. Immer mit 8 Granatenexplosionen in einer Salve, nur der Schaden erhöht sich hier. Und natürlich, der kontinuierliche Schaden, der ist auf Stufe 10 um einiges höher. Da kommt man zu einem guten Ergebnis. Manövrierbarkeit ist natürlich besser hier auf der Stufe, 100 Meter weniger als der Stufe 10er, 2 Sekunden weniger fast, Ruderstellzeit, Höchstgeschwindigkeit ist 36,2 Knoten, die Verborgenheit ist auch gut, doppelkonsumiges Skill 10,1 Kilometer. Problem hier ist, ohne zu schießen macht man keinen Schaden und wenn man schießt, dann, naja, ihr wisst ja selbst, dann geht man halt auf, aber das ist halt immer das Problem. Ihr seht hier meine Einbauten, Concealment, wieder schnelles Anfahren, kann man gerne auch die Steuergetriebe-Modifikation reinballern. Hier bleibt man bei Zielsystem. Es ist einfach, Hauptartillerie wird nur ersetzt durch Hauptartillerie. Es ist schwierig, mit anderen Varianten zu treffen. Wie gesagt, lange Reichweite, kurze oder geringe Geschwindigkeit, meistens wenig Treffer, außer man trifft es wirklich gut mit dem Team. Defensive Flakfeuermodifikation oder hydrakustische Suche ist auswählbar. Hier habe ich sie mit hydroakustischer Suche gefahren und das ist mein Kapitän. Ich nehme gerne, weil die eh so schnell drehen, einfach Last Stand mit. Die Möglichkeit ist natürlich für Anfänger immer vorrangiges Ziel. Ich nehme gerne volles Rohr mit, das bringt mir dann doch eher Schaden. Alternativ, wenn man immer mit Flugzeugträgern unterwegs ist, könnte man auch Fokusfeuerausbildung nehmen. Die Dinger sind echt nicht schlecht, was die Anti-Air betrifft. Dann haben wir hier die Qual der Wahl, Adrenalinrausch oder Inspekteur. Inspekteur empfehle ich aber erst ab Stufe 9, wenn man einen Heal hat. Dementsprechend zuerst Adrenalinrausch und dann Doppelconcealment, also den Tarnungsmeister mit drauf. Der Rest ist wie immer ein bisschen Spielerei. Ich habe auch hier die plus 15% Torpedoschaden mitgenommen. Das ist halt so wie bei einer Shimakaze. Alles, was so hohen Torpedoschaden hat, da möchte man doch, wenn man trifft, noch davon profitieren. Und das ist hier halt relativ einfach, in Anführungszeichen, mit den drei Punkten, wenn man es sonst nicht braucht.
braucht, dann werden aus 23.000 gleich mal 27.000. Und irgendwo ist das schon geil. Jetzt müssen wir nur noch treffen. Dann wäre es noch geiler. Aber gut, das ist hier zur Shimanto. Dementsprechend sehen wir uns jetzt im Gefecht. Und da kommt gleich wieder ein bisschen was Subjektives von mir. Da wir das mit dem Subjektiven nun geklärt haben, ein bisschen Talk über die Shimanto und generell Talk über die japanische leichte Kreuzerlinie. Wie ihr schon vielleicht bei der Review der Yodo gemerkt habt, bin ich eigentlich, würde ich sagen, begeistert. Aber ich bin erfreut über die Linie der leichten Kreuzer und hoffe, dass generell auch andere Nationen wie die Deutschen eine eigene Kreuzerlinie bekommen. Also eine leichte Kreuzerlinie, also einen Split. So wie Wargaming es wahrscheinlich bei allen Schiffen ja schon umgesetzt, Querstrich es noch vorhaben wird, einfach um ja, mehr Schiffe ins Spiel zu bringen und für uns auch eine andere Spielweise zu bieten, ohne die Nation wechseln zu müssen, was praktisch ist, was die Kapitäne betrifft. Generell und überhaupt, ich glaube, mittlerweile seid ihr schon dabei bei der Erforschung oder zumindest im Vorabzugang bei den japanischen leichten Kreuzern und ich sag's nochmal, wie ich es auch wahrscheinlich in einem Patch-Video gesagt habe, wenn das denn kommt, dann würde ich sagen, nehmt einfach die Dinge mit, die ihr spielen könnt. Und wenn es mich nicht täuscht, ist das hier maximal Stufe 8, die in darauf aufeinanderfolgenden Paketen theoretisch zugänglich sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr nur bis Stufe 7 erspielbar, also die Möglichkeit habt, sie zu erspielen und der Rest aus Dublonen, Containern, Pipapo kommen muss oder kann. Aber gehen wir mal vom Besten aus und sagen, die Shimanto ist erspielbar oder eben knapp nicht erspielbar. Dann nehmt nur die mit, die ihr spielen könnt, und wartet die 2 Monate und investiert nichts. Die Linie ist zwar im Vergleich zu anderen Linien eher dafür, ja, ist angenehmer, sagen wir so, zu spielen, aber es lohnt sich nicht, für etwas Geld zu bezahlen, für einen zeitlichen Vorabzugang, meiner Meinung nach. Es gibt einen Hype, die werden alle weggeschossen, sind leichte Kreuzer. Und dann in 2 Monaten seid ihr nicht mehr Fokusziel und könnt ihr die Schiffe ganz normal spielen und genießen. Und sind wir ehrlich, die ersten, oh mein Gott, was ist das für ein Kreuzer, ich weiß nicht, was der kann, Opfer, die sind dann relativ schnell durch. Also das ist nach einer Woche ist vorbei, da lohnt sich dann nicht, Dublonen zu investieren. Ich weiß, den 9er und den 10er kann man, nachdem man die Dinger freigeschalten hat, dann nochmal für Dublonen bekommen. Das ist halt Bullshit. Und ich glaube, der Stufe 7er... ist als Endbelohnung drin, aber ist ein Premium für im Battle Pass. Also auch Wurst, komplett, ne? Ganz egal. Ist nichts hundertprozentig notwendig mit den Dingern. Bis Stufe 9 haben wir bei den Schiffen ein relativ grobes Manko, meiner Meinung nach, welches wir auch hier im fortschreitenden Gefecht dann noch einmal sehen werden. Das ist die relativ schwierige U-Boot-Bekämpfung. Vor allem, da wir in die Bredouille kommen, also erstens mal keine flugzeuggestützten Bomben haben, sondern nur die Wasserbomben mit Abwurf G. Ne? Aber auch, dass wir die Möglichkeit haben, hydrakustische Suche rauszunehmen für T-Virus, anstelle den scheiß Jäger rauszunehmen für T-Virus, also defensives Flakfeuer, was zum Problem führt, dass manchmal... naja, keine Hydro dabei ist, um überhaupt U-Boote bekämpfen zu können, wenn wir schon so nah ran müssen. Das fällt dann mit Stufe 10 weg. Das ist großartig, das ist schön. Deswegen wird auch der 9er keine große Bedeutung haben in dieser Linie, meiner Meinung nach. Weswegen es sich auch überhaupt nicht lohnt, den überhaupt mit Dublonen zu kaufen. Also jetzt. Später kann man ihn vielleicht sogar überspringen, wenn man die Möglichkeit hat. Man bekommt ja relativ viel Freaks bei. Oder aber auch nicht, wenn man nicht will. Ich werde es nicht können, weil ich werde ein Tutorial drüber machen müssen irgendwann oder wollen. Von daher, naja, ihr wisst, wie es ist. Das Problem mit den Torpedos, mit den 15 km Reichweite und der relativen Geschwindigkeit oder der langsamen Geschwindigkeit von 57 Knoten, trotz hoher, also richtig hohem Schaden, ist, wie auch schon beim Yodo Replay, bei mir permanent in allen Gefechten vorhanden gewesen. Ich treffe nichts mit hin. Also auf 10 Kilometer bisher relativ schwierig. Das liegt daran, dass meistens dazwischen immer ein DD ist, der die aufdeckt. Und dann muss es schon sehr unglücklich sein, dass ein Schiff noch reinfährt. Wenn auch geil. Ja. Allerdings habe auch einfach Pech mit den Teams oder mit den Gefechten gehabt. Wie ihr hier schon seht, auch das ist wieder ein durchschnittliches Gefecht. Ein
Ja, ich will nicht sagen, dass es ein ganz durchschnittliches Gefecht ist. Ich denke mal, für dieses Gefecht ist es ein gutes Ergebnis. Wir sind ja auf der Seite allein gewesen gegen drei Schiffe. Icarus und die Monarch haben dann reingezogen und nur noch die Mogami ist da. Die Teamverteilung war kurios, auch der Spawn war kurios. Wargaming hat SED die Teams diametral, nein, diagonal gegenüberliegend also gespiegelt starten lassen. So. Diametral ist wieder was anderes. Dementsprechend ist eine Übermacht gegen wenige und umgekehrt. Und wir sind auf dieser ungünstigen Seite gelandet, wo der Gegner nicht pusht, sondern wegfährt. Das ist immer schwierig mit den Torpedos. Ihr seht hier eh, die Torpedos fallen hier relativ lustig ins Wasser, obwohl sie in der Mitte des Schiffes angeordnet sind. Keine Ahnung, warum das so ist. Naja. Nichtsdestotrotz könnte es durchaus, also mit 40.000, 40 bis 50.000, vielleicht sogar 60.000 als Durchschnitt für diese Kreuzer, was werden overall serverweit oder 50% serverweit, sagen wir mal so. Das ist vielleicht die bessere Variante. Und jetzt schaut euch diese Mogami an. Leider die falschen Geschütze drauf, die 203er, aber wenn die nicht Doppelruder drauf hat, dann weiß ich auch nicht mehr was. Oder zumindest einmal Ruder, aber könnte auch Doppelruder sein. Ich weiß nicht mehr genau, was die maximale Aufdeckungsreichweite ist von der Mogami. Wunderschönes Schiff übrigens auch. Ne? Ich habe leider ein bisschen die Befürchtung, dass die Mogami auf Stufe 8 die 155mm Geschütze verliert. Hoffe mal nicht. Das wäre wirklich schade für die Mogami. Wir haben auf Stufe 8 ja theoretisch die Akao, nicht Akao, Agano, nein, ach Gott, Atago, dankeschön Gehirn, die 203er hat. Ist ein anderes Schiff, also eine andere Baureihe, ist keine Mogami-Klasse. Das ist eigentlich eine Takao-Klasse, die Atago, wenn es mich nicht täuscht. Aber wie gesagt, das ist einmal rein, lange behalten, dann irgendwann wieder raus. Ihr wisst das vielleicht. Ansonsten schaut nach, um die Infos zu bestätigen oder sie zu widerlegen. Schreibt es mir in die Kommentare. Das ist mir immer wichtig. Wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich den auch an. Damit die Leute das direkt sehen. Einerseits, damit sie sich das gleiche Kommentar dann sparen können. Andererseits, was weil das wichtiger ist, dass sie nicht falsche Informationen von mir aufsitzen und die dann verbreiten. Nur weil ich mal wieder einen Brain Freeze oder einen Hänger hatte, so wie in einem der letzten Replays mit, oder der kommenden Replays, wo mir einfach nicht eingefallen ist, wie der deutsche Kapitän hieß. Ich habe gesagt, oh, der heißt doch Günther Lützow. Nein, er heißt Lütkens, verdammt. Aber ja, so ist es hin und wieder. Vielleicht passiert euch das auch. So, ihr seht, wir haben hier jetzt auf dieser Seite alles Menschenmögliche getan. Und wir versuchen jetzt Richtung C zu fahren und vielleicht die Icarus noch zu bekommen. Ihr seht, das Schiff ist relativ schnell mit 36 Knoten. Ist ein schöner Kreuzer auf Stufe 8, mit dem man super sexy flankieren kann. Etwas, was man mit vielen von den Schiffen machen kann. Also von den leichten Kreuzern hier. Und jetzt müssen wir nicht die Franzosen dafür nehmen oder einen Russen oder haben wir denn noch an schnellen Schiffen? Ich glaube, das war es großteilig schon. Ne? Sondern können auch die Japaner dafür verwenden, was relativ praktisch ist. Und mit den Torpedos auch durch die in die Seite wirken. Problem beim Flankieren? Natürlich, wir haben links und rechts Werfer. In der Mitte hätten wir mehr Wahrscheinlichkeit, ein gegnerisches Schiff zu erreichen. Aber auch höhere Wahrscheinlichkeit, mit den leichteren Kreuzern hier in den Fokus zu geraten und dann schnell rausgenommen zu werden. Ein sicheres Spiel ist zu Beginn die Flanke zu nehmen, um dann sich immer weiter in die Mitte vorzuarbeiten. Hier haben wir leider wieder Pech, dass die Icarus sich gedacht hat, ich drehe rein zur Hipper. Frage ist warum? Keine Ahnung. Anstatt dass sie die Insel verwendet, um schnell wieder wegzukommen, naja, hilft nichts. Bedeutet für mich keinen Schaden, während andere Schiffe davon profitieren. Ich nehme nur die blöden Torpedos mit, die sie aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht welchen, in meine Richtung geworfen hat. Eigentlich vollkommen irrsinnig, dieser Abwurf hier. Ich war nie offen. Es gibt kein RPF. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber naja, wir haben ja nicht die schlechtesten Torpedoschutz tatsächlich. Das konnten wir noch verkraften. Ja, da komme ich nicht mehr ran. Wobei, ich komme schon ran, habe fast ein schlechtes Gewissen, aber ich komme nicht mehr ran, um richtig viel Schaden zu machen. Aber zumindest den Kill noch, genau.
manche Entscheidungen muss man nicht verstehen vom Gegner. Man muss nun damit leben. Aber ja, das ist es halt. Gut zurückgefahren. Wir nehmen jetzt noch sicher C ein. Und danach hoffe ich noch ein bisschen auf Charme. Aber was bedeutet das für die gesamte Linie? Ich denke mal, die ist super. Oh, übrigens, hey Prime, warum wirfst du jetzt nicht auf die Linie ab, die weiter vorzuhalten gewesen wäre? Ja, das mache ich nicht, weil ich mir denke, dass niemand breitseitig um die Insel fährt, so wie er jetzt hinter die Insel gefahren ist und deswegen eher an der Ecke versucht rauszukommen und ich ihn dann beschädigen möchte. Ja, aber manchmal ist es halt einfach nicht schlau, versuchen schlau zu sein. Manchmal ist es besser, dumm zu sein und dumme Dinge zu tun oder dumme Dinge zu erwarten. Denn meistens passiert genau das, dumme Dinge. Aber ja, das ist auch wieder ein anderer Fall, ein Spezialfall, aber es ist eine kleine Anekdote aus meinem Problemchen, die ich hin und wieder habe. In World of Warships, keine Ahnung. Nebst anderen Problemen. Aber ja, wir verziehen uns jetzt hier, weil natürlich möchte ich nicht in die sekundäre Artillerie der Bismarck kommen. Und möglich sind ja, sind 11-3, ich glaube voll ausgebaut. Es ist immer so ein kleiner Sicherheitsabstand. Und die Bismarck macht ja auch ihre 31,5 Knoten, wenn es mich nicht täuscht. Dementsprechend, wenn wir drehen und dann anfahren und wieder wegfahren, dann möchte ich nicht unbedingt da reinkommen. Kann aber auch sein, dass es eine Sniper-Bismarck ist. Aber von blöden Dingen möchte ich einfach nicht ausgehen. Und der ist ja auch schon länger im Spiel. Oder hat es nachgekauft, diese Halloween-Tarnung hier. Wie gesagt, Torpedotreffer sind rar. Aber mit 70.000 auf Stufe 8 kann ich leben. Kann ich wirklich. Das wird nicht der schlechteste Kreuzer sein, der in meinem Repertoire an Schiffen sitzt, die ich besitze. Beim besten Willen nicht. Ja, dann haben wir 14 Sekunden Nachladezeit, wie ihr schon gesehen habt. Das ist also eher ein ruhiger Kreuzer. Vom Gefühl her fährt er sich sehr gut. Also braucht nicht mal Ruderstellzeit zu skillen, damit er mit seinen 10 Sekunden mir vorkommt, als wäre er sehr wendig. Wargaming mag mich nicht, deswegen schaue ich den Abwurf an. Aber auch irrelevant, weil, naja, was soll ich sagen. Schaut euch das an. Ja, Tyrakusche Suche geskillt. Ne, gemacht, nicht geskillt, sondern angemacht. Wer macht denn sowas? Das ist ja voll gemein. Ja, hier kommen wir jetzt zum Ende hin. Noch zu einer Situation, die ich auf der Karte schon beobachten konnte. Ich persönlich fahre jetzt dahin, um den Feind daran zu hindern, B zu nehmen und um die Bismarck ein bisschen zu unterstützen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen Schaden zu machen auf die Caracciolo, solange die Bismarck hier lebt und ein bisschen Schaden auf sich nimmt. Und ja, ich habe gerade G aktiviert, einerseits, weil es mir Spaß macht, andererseits, weil ich schauen musste, wo die Dinger denn hinschießen, weil ich hier ein U-Boot vermute. Und ja, wo soll es denn sonst sein, ne? Dementsprechend sind noch zwei gegnerische im Spiel, wir haben keins mehr. Das sind immer schlechte Voraussetzungen und man sieht ja schon die Torpedos auf die Bismarck. Deswegen meine Vermutung bekräftigt wurde und ich mir jetzt sicher bin, dass hier ein U-Boot sich befindet. Also mindestens eins. Die alles entscheidende Frage ist jetzt, wo? Solange die Caracciolo tot ist, kann man das nicht genau sagen. Und jetzt bin ich mir sicher, gut, das U-Boot sitzt im B-Cap. Mindest eins. Und ich bin nicht offen, wenn ich hinter der Insel sitze. Bedeutet, das U-Boot ist direkt hinter der Insel. Oder auf dem Weg hinter der Insel. Und natürlich möchte ich noch das Beste hier rausholen. Déjà, es muss kein Sieg werden hier. Es wird wahrscheinlich eine Niederlage, weil die Hyperin ihren Tod fährt. Und deswegen möchte ich noch ein bisschen was an Schaden nehmen. Wir sind hier 5-3. Die U-Boote sind nicht zu bekämpfen für uns. Sie können theoretisch machen, was sie möchten. Wir haben 5 Minuten 57. Wir werden daueroffen sein. Der Feind kann uns immer beschießen. Ob das jetzt ein U-Boot oder ein DD wäre, wäre in dem Fall egal. Mit dem U-Boot ist es halt noch ein bisschen einfacher, nicht entdeckt zu werden. Weil man dann einfach tauchen kann. Wenn man theoretisch in die hydrakustische Suche auf 5 Kilometer reinfährt, dann taucht man und dreht man und versucht davon zu kommen in eine Richtung, die nicht vermutet wird. Ja, auch ganz getaucht geht man auf 2 Kilometer auf, aber sind halt nicht 5 Kilometer. Das ist ein großer Unterschied in der Entfernung oder der Reichweite. Da. Mein Ziel ist es jetzt, in Kürze mit hydroakustischer Suche das U-Boot aufzumachen und die Hipper zu beschießen. Wobei das U-Boot nicht aufgeht natürlich, aber ich möchte gerne die Torpedos aufmachen, wenn die denn kommen. Aber wie schon erwähnt, es ist ein bisschen komplizierter, als es
in der Theorie sich anhört, wenn man keine Möglichkeit hat, etwas zu machen. Spar mir die Hydra so lange, wie es geht. Ah, und werde sie jetzt gleich einsetzen. Prime setzt die Hydra ein. Sehr gut. Ganz genau, ja. Das war ein bisschen zu spät. Hätte ich sie früher eingesetzt, hätte ich das auch nicht verhindern können. Aber ich hätte es zumindest früher gesehen. Das Problem war, der Support hätte, also sagen wir so, der Unterschied wäre gewesen. Jetzt in diesem Fall war es auf Seerohrtiefe, war auf 2,5 Kilometer oder so zu entdecken per Luft, also so von Schiff zu Schiff. Mit Hydra auf 5. Dann hätte es tauchen müssen und hätte mich pingen müssen, damit die Torpedos nach oben kommen, um mich zu zerstören. Das wäre der Vorteil gewesen. So hätte ich eine höhere Chance gehabt. Also es war definitiv ein Fehler meinerseits. Nichtsdestotrotz wäre es nicht anders ausgegangen. Die Hipper hätte mich so oder so erledigt. Wir hätten noch 3 Minuten 55, aber das wird nichts. Das kann ich schon garantieren. Oder aber ich verarsche euch. Und es war ein fulminanter Sieg, den unsere Renault noch über die Zeit herausgefahren hat. 90.000 mit einer Eroberung, 5 Brände, einmal zerstört. Against all odds hat es tatsächlich unsere Renault noch geschafft. Ich glaube, sie hat ein Schiff rausgenommen, sie hat ein U-Boot rausgenommen. Ja, perfekt. Und hat dann noch überlebt gegen Hyper und 290, die es nicht geschafft haben, über die Punkte zu gewinnen. Eine ganz knappe Geschichte, aber das muss ich euch ja nicht geben, denn wäre am Ende dann nur noch langweilig geworden. Wir haben hier relativ guten Schaden gemacht. Brände 35.000 für 50.000 über die Hauptbatterie. Kein Torpedotreffer. Das ist unterwältigend. Aber es wird Gefechte geben in den Streams dann. Wir werden das Ding hochfahren, sobald es released ist in 2 Monaten. Wir werden auch die Vorabzugangsschiffe so weit wie möglich werden wir sie fahren. Und dann vielleicht noch ein, vielleicht kaufe ich die Scheiße auch einfach durch und mache ein Tutorial draus. Dann schlussendlich, wie gesagt, macht das dann auf keinen Fall, wenn ich das machen sollte. Das gilt dann tatsächlich nur für den Content. Und weil Wargaming den Kontributoren jedes Monat 10.000 Dublonen zur Verfügung stellt, wird definitiv teurer sein als das. Aber ja, mei. Was macht man sonst mit dem Scheiß außer Content, würde ich mal behaupten. Bin gespannt, wie euch die Linie generell gefällt, wenn ihr mal Hand dran anlegen könnt. Ich glaube, für all jene, die gerne flankieren, mit leichten Kreuzern agieren, mit Hai und mit Torpedos, wird das eine Linie sein, auf die man sich weitaus mehr freuen kann, als auf die letzten beiden Linien, die rausgekommen sind. Diese komischen Schlachtkreuzer und die superen Kreuzer. Man sieht ja auch relativ wenig im Gefecht vereinzelte Schiffe. Aber gut, bei so vielen Schiffen ist es jetzt wahrscheinlich normal, dass das passiert. Wie schon erwähnt, wenn euch der Content gefällt, dann zögert nichts, empfiehlt den Kanal weiter, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann wieder in einem nächsten Video, einer Review, einem Infovideo, einem Tutorial, einem Stream ab dem 7. November immer wieder dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags mit 3x World of Warships und 1 oder 2x unterschiedlichen Content. Andere Spiele müssen gespielt werden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao. Thank you.